Schließe deine Augen, entspanne dich. Und lass mit dem Ausatmen weitere Anspannungen von dir abfallen. Richte deine Aufmerksamkeit nach innen, auf den ganz normalen Strom des Atems. Beobachte passiv das Ein- und Ausatmen und lass all anderswohin gerichteten Gedanken los. Jetzt rufe dir jemanden ins Gedächtnis, den du sehr liebst. Sieh vor deinem inneren Auge das Gesicht dieses geliebten Menschen. Sprich stumm seinen oder ihren Namen. Spüre deine Liebe zu diesem Wesen als eine Energie, die dich durchströmt. Lasse dich selbst jetzt erleben, wie sehr du dir wünschst, diesen Mensch möge frei sein von Furcht. Spüre dein starkes Verlangen, er oder sie möge frei sein von Habgier, frei von Feindseligkeit, frei von Verwirrung und Kummer und all diesen Ursachen des Leidens. Dieser Wunsch in seiner ganzen Echtheit und Stärke ist Metta, die große, liebevolle Freundlichkeit. Spüre weiterhin den warmen Energiestrom, der dein Herz durchströmt und sich jetzt vor deinem inneren Auge all die, mit denen du deinen Alltag teilst, deine Familie, gute Freunde, Kollegen, siehe all diese Menschen, mit denen du lebst und arbeitest. Lass sie im Kreis um dich herum erscheinen. Schau sie einen nach dem anderen an. Sprich still ihren Namen. Und leite nacheinander zu jedem Einzelnen den Strom der liebevollen Freundlichkeit hin. Vielleicht sind einige darunter, mit denen du dich unwohl fühlst. Vielleicht jemand, mit dem du in Konflikt oder Spannung lebst. Besonders bei diesem Menschen. Lass dich deutlich den Wunsch fühlen. Sie mögen frei sein von Furcht und Hass, frei von Gier und Unwissenheit und frei von den Ursachen des Leidens. Spüre deinen Atem, wie er dich unterstützt. Jetzt lass in immer größeren konzentrischen Kreisen deine Verwandten und Bekannten erscheinen. Lass auch über sie den Strahl der liebevollen Freundlichkeit streichen und bei jedem der Gesichter, die dir zufällig in den Sinn kommen, kurz verweilen. Lass dich auch hier erfahren, wie gern du sie frei von Gier, Furcht, Hass und Verwirrung sehen möchtest. Wie sehr du dir wünschst, alle Wesen mögen glücklich sein.
Dahinter, in noch weiteren konzentrischen Kreisen, erscheinen jetzt alle Wesen, die mit dir diese Erdenzeit teilen. Obwohl du ihnen noch nicht begegnet bist, sind eure Leben doch miteinander verbunden, auf Wegen, die niemand kennen kann. Wende auch diesen Wesen den gleichen kraftvollen Strom der liebevollen Freundlichkeit zu. Nimm wahr, wie deine Wünsche und deine Absichten darauf gerichtet sind, dass ein jedes von Furcht und Hass, von Gier und Verwirrung erwachen möge, dass alle Wesen vom Leiden erlöst werden. Wie in alten buddhistischen Meditationen richten wir jetzt die Freundlichkeit auf all die hungrigen Geister, die niemals Ruhe finden in ihrem Leiden, immer noch besessen von Furcht und Verblendung. Mögen sie Ruhe finden. Mögen sie ruhen in der großen, liebenvollen Freundlichkeit und in den tiefen Frieden, den sie mit sich bringt. Wir wollen uns jetzt Kraft unserer Vorstellung von unserem Planeten lösen, hinausgehen ins Universum, weit in anderen Sonnensysteme, andere Galaxien, andere Energiefelder, räumliche Entfernung mindert den Strom der liebevollen Freundlichkeit nicht. Und wir richten ihn jetzt wie ein Lichtstrahl auf das gesamte Universum und allen fühlenden Wesen überall senden wir jetzt von Herzen den Wunsch, sie mögen frei sein von Furcht und Gier, von Hass und Verwirrung und von den Ursachen des Leidens. Mögen alle Wesen glücklich sein. Wir wenden uns und betrachten jetzt von der Ferne unseren Planeten, unser Zuhause. Sieh, wie er dort schwebt in der Schwärze des Alls, ein Juwel, das sich im Lichte seiner Sonne dreht. Dieser lebendige blau-grüne, mit weißen Wirbeln geschmückten Planet ist der Ursprung von allem, was du bist, allem, was du je erfahren oder geliebt hast. Spüre, wie sehr du dir wünschst, dass er die zunehmenden Gefahren und Verletzungen dieser Zeit überwinden möge. Richte den kraftvollen Strahl deines Mitgefühls und der Segens- und Heilungswünsche auf ihn. Langsam bewege dich nun auf die Erde zu, komm ihr näher und näher, kehre in diesen Teil der Welt zurück, in diese Gegend, an diesem Ort. Und während du hierher zurückkommst, schau auf das Wesen, das du womöglich am besten kennst, den Menschen, der zu sein dir in diesem Leben gegeben ist. Du weißt, wie sehr er oder sie auch der Liebe bedarf und sich müht. Lass das Gesicht dieses Wesen, dein eigenes Gesicht, vor dir erscheinen. Sprich den Namen, bei dem dich deine Liebsten nennen. Und lass dich
durch denselben starken Strom der liebevollen Freundlichkeit spüren. Wie sehr du wünschst, dass dieses Wesen frei sein möge von Furcht, Gier und Hass, erlöst von Unwissenheit und Verwirrung und den Ursachen des Leidens. Die große liebevolle Freundlichkeit, die dich mit allen Wesen verbindet, ist jetzt auf dich selbst gerichtet. Erfahre sie in ihrer ganzen Fülle.